Willkommen zum ersten Part. Upsala. Nicht der Copa Santander Libertadores, sondern der Meisterliga. Das kackt gerade ab, aber das ist ja eh nicht so wichtig bei diesem Menü hier. Hauptmenü. Ich habe den Patch nicht drauf bekommen. Ich habe alles richtig gemacht, nur ein Windows-Programm hat mir gefehlt, so ein DLX.DLL oder so, so ein ganz komischer Name. War auch im FAQ von PassEdit.com, aber ich habe da nicht reingeguckt. Dieser Fehler kam immer, wenn ich das Spiel starten wollte, dass diese Datei fehlt. Und ja, das ist, hat nichts mit dem Patch zu tun, es fehlt einfach so eine komische Windows-Datei. Richtig geil hier auch mit der zweiten Liga. Richtig top. Werd natürlich auf Topshare spielen, nur 5 Minuten, damit sich das Ganze nicht auf zu lange hinzieht. Ich weiß, von der Upload-Zeit würde es reichen, ich kann ja jetzt auch fast unbegrenzt hochladen. Aber von der Dateigröße und der Länge, wie lang es dann hochgeladen wird, würde es mir dann zu lang dauern, von daher. Sponsoren auch richtig geil hier, Deutsche Bahn, Shell, richtig top. Das sorgt für ein richtiges Atmosphäre-Plus, wie ich finde. Cicinho. Ja, schön, gut. Jetzt speichern wir schon mal das erste Mal. Ach so, ja, der Verein Dortmund, nicht weil sie jetzt Erster sind oder ähnliches, sondern einfach weil ich auch schon seit längerem Sympathien für die Mannschaft habe und ich war auch schon relativ häufig im Stadion dort, von daher ist jetzt nicht nur, weil sie, wie gesagt, gerade so gut drauf sind. Ich würde sagen, Fokus auf Teamwork passt am besten zu Dortmund. Bisschen dumm hier dieses Anfangstutorial, wo man so alle Funktionen einmal machen muss. Und erst dann wirklich frei ist. Es war beim ersten Mal schön, aber es kommt ja immer wieder, deswegen. Aber jetzt habe ich endlich mal. Ja, okay, es ist zwar kurz, aber es nervt schon ein bisschen. Und dann überschreiben wir das mal. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon mit den Verhandlungen an. Na, wen suche ich, wen hole ich mir denn? Ich glaube, ich mach's. Kann man nicht irgendwie nach Verein suchen? Da gab's doch was. Ja, wen könnte ich denn mal nehmen? Welchen Namen? Mir fällt gerade echt keiner ein. Lahm. Werde ich eh nicht kriegen, aber ich probiere es einfach mal aus Spaß an. Ach, mir fällt gerade echt keiner ein. Hat keinen Zweck. Mach ich erstmal weiter. Ich glaube, man könnte irgendwie nach Vereinen suchen. Fällt mir gerade nicht ein, wie das geht. Vielleicht hier. Hier Kaderliste. Ah, doch, hier geht's. Sehr gut. Wen gibt's denn so? Soll ich groß probieren? Wer weiß. Ist ja hier nicht so gut. Von daher habe ich nicht die schlechtesten Chancen. Eigentlich ist die Mannschaft auch so schon ziemlich gut aufgestellt, finde ich, aber trotzdem. Komm hier, wir holen uns mal einen von FSV Frankfurt. Der geilste Verein. Nee, ich brauche eigentlich auch keine Spieler. Dann mache ich noch mal hier mein Team. Bla 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 bla. Kagawa, war der nicht außen? Ja, aber die Aufstellung ist eigentlich okay.
Lass ich erstmal so. Und dann geht's weiter bis zum nächsten Spiel gegen VfL Wolfsburg. Bin mal gespannt. Vor allem, oh, Cicinho. Der Typ, der mir am Anfang vorgeschlagen wurde. Brauche ich den überhaupt? Upsa. Ja, dumm. Wie viel wäre das denn? Fast 10 Millionen für einen Spieler, der 30 ist. So, abgebrochen. Muss nicht sein. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob das jetzt stocken wird, wenn ich dann das Spiel aufnehme. Denn bei Real gegen Bayern hat es nicht gestockt, obwohl es auf voller Auflösung war. Von daher bin ich mal gespannt. Puh. Ah, diese Filme sind auch immer ganz nett. Ah, ich glaube, da wurde das Zeichen entfernt. Okay, Lahm und Groß kommen nicht. Irgendwie logisch. Ja, führen sie Mannschaft zum Ligatitel. Wird man sehen. Ich beende mal den ersten Teil, die Einführung sozusagen. Und Teil 2 geht dann weiter mit dem ersten Spiel gegen Wolfsburg. Bis dahin, auf Wiedersehen.